Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Charon nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich hoffe, sie waren sehr schön bei euch. Bei mir auf jeden Fall. Ich habe gefühlte 10 Kilo zugenommen, weil meine Freundin ist eine begnadete Bäckerin und die hat Kekse und Kuchen ohne Ende gemacht. Und ja, ich bin auch noch ziemlich süchtig nach dem Zeug, weil es schmeckt auch einfach so gut. So gut. Weihnachten war auch super. Meine Geschenke sind alle gut angekommen. Und ja, für uns geht's jetzt in Charon weiter. Wir haben Arad gegen die Dämonen verteidigt. Und sind jetzt mit Sai und Mara auf der Suche nach Radier, der vielleicht irgendwas mit den Dämonen zu schaffen hat. Wir wissen es nicht genau. Akt 1, Kapitel 1, auf der Suche. Es gelang Sai und Mara, das Portal zu schließen und damit den Angriff auf Arad zu beenden. Während die Söldner sicherstellten, dass kein Feind zurückgeblieben war, brachte Sai die ohnmächtige Mara zurück ins Dorf. Dort versuchte man, zur Normalität zurückzufinden. Wie? Wo bin ich? Ganz ruhig, Mara. Du bist in Sicherheit. Sai hat dich nach Arad zurückgebracht. Was ist mit dem Portal? Dank dir wurde es geschlossen. Auch wenn ich mich frage, wie du dazu überhaupt in der Lage warst. Ich habe einfach eine alte Kunst meiner Familie eingesetzt. Aber ist dir auch egal. Es hat funktioniert, oder? So sieht es jedenfalls aus. Übrigens möchte ich dir im Namen des Ordens meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Du hast Arads Bewohner mit deinen Taten einen großen Dienst erwiesen. Der Orden. Deine Kameraden. Tut mir leid, dass ich nichts für sie tun konnte. Was redest du da? Du hast mir geholfen, ihren Tod zu rächen. Unter den Umständen ist das mehr als genug. Wie du meinst. Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Wie konnte sich überhaupt ein Portal am Schrein der Einheit öffnen? Weil der Schrein von Obscurus befallen war. Obscurus? Davon habe ich doch schon mal in einer Predigt was gehört. Ich versuche es zu erklären. Den heiligen Schriften zufolge stammt Obscurus aus den Tiefen des großen Abgrunds. Dort sollen alle Übel dieser Welt ihren Anfang genommen haben, wenn man nach der Meinung der Gelehrten geht. Denen zufolge ist es die Sünde im Menschen, die Obscurus aus dem Abgrund anlockt und ihm ermöglicht, sich auszubreiten und alles zu korrumpieren. Der Orden des Schwerts und Schildes der Arkanen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen vor Obscurus Einfluss zu schützen. Ach ja, die Geschichte von der ersten großen Sünde der Menschen. Aber dann verstehe ich wirklich nicht, warum das Zeug ausgerechnet hier aufgetaucht ist. Man kann vieles über Arad sagen, aber es ist sicher kein Sündenpfuhl. Sofern man diese Märchen glaubt. Mara, sowas kannst du doch nicht in Gegenwart eines Ordensritters sagen. Lass sie ruhig. Ich erwarte von einer Dämonin keinen Respekt für die heiligen Schriften. Mir geht's darum, dass es einen greifbaren Grund geben muss, warum sich Obscurus gerade hier ausbreitet. Der große Abgrund ist hier nicht gerade in der Nähe. Worauf willst du hinaus? Das Arcanum. Irgendwer muss es von dieser Seite aus mit Obscurus infiziert haben. Aber wie? Die Dämonen kamen doch erst, nachdem das Portal... Moment. Das heißt doch, dass der Feind einen Spion eingeschleust hat. Ja, diese Befürchtung habe ich auch.
Aber euer Trupp war doch am Schrein. Wollt ihr mir erzählen, dass ein einzelner Spion ein Dutzend Ordensritter einfach so täuschen konnte? Ich vermute einfach, dass sehr mächtige Illusionsmagie im Spiel war. Und wo ist dieser Spion jetzt? Das muss ich noch herausfinden. Aber wenn dieser Kerl noch in Zetern ist, dann wird er sicher weitere Portale öffnen wollen. Und das werde ich verhindern. Shire, du hast doch sicher schon Kundschafter entsendet? Ja, das habe ich. Herr Sai hatte mich nach eurer Rückkehr auch schon darum gebeten, die Männer auf alles Ungewöhnliche achten zu lassen. Bald wissen wir mehr. Lass mich mit dir kommen. Wie bitte? Mara? Bist du dir auch sicher? Ich muss mir einfach Gewissheit verschaffen. Was tuschelt ihr denn da? Was soll das hier werden, Mara? Warum willst du mich plötzlich begleiten? Ich dachte, es ging dir nur um Arads Rettung. Oder willst du etwa den Orden um Asyl bitten? Asyl? Die Güte des Ordens interessiert mich einen Dreck. Was willst du denn überhaupt? Ich will dasselbe wie du. Verhindern, dass Obscurus wieder freigesetzt wird und damit einen weiteren Angriff der Dämonen vereiteln. Kurzum, ich will Zetans Bewohner beschützen. Mir steht das zwar nicht zu, aber ich rate euch, Maras Hilfe anzunehmen. Es mag gegen die Regeln des Ordens verstoßen, aber sie ist jetzt eure beste Chance, diesem Spion das Handwerk zu legen. Außerdem habt ihr doch selbst gesehen, dass ihr nicht für den Feind arbeitet. Einverstanden. Du darfst mich begleiten. Das heißt aber auch, dass du meine Befehle zu befolgen hast, verstanden? Du meinst, solange ich keine bessere Idee habe? Übertreib es nicht. Zeig mir lieber, dass du mein Vertrauen auch verdienst. Ja, wie du meinst. Also, womit fangen wir an? Ihr werdet euch erstmal vorbereiten, während ich in der Zwischenzeit meine Arbeit mache. Ich werde beim Dorfältesten Erfahrung bringen, ob wir schon Neuigkeiten von den Kundschaftern haben. Er wollte euch beide sowieso nochmal persönlich danken. Dann werden wir ihn in Kürze aufsuchen. Fein, kommt einfach ins Rathaus, wenn ihr bereit seid. Shire? Ja? Danke. Danke für alles. Gern geschehen. Lass uns gehen. In Ordnung. Aktion aufstufen. Verstärke die Fähigkeiten der Helfen mit Hilfe von AP. Fähigkeiten der Helfen unter Menüpunkt Aktionen. Mit den gesammelten AP die Auktionen, wollte ich schon sagen. Aktionen eines Helden aufzustufen. Zahle eine bestimmte Menge an AP, um die Stufe der Aktion zu erhöhen und ihre Werte zu verbessern. Regen wir hin. Schauen wir doch mal. Aktionen. Kraftklinge, Kraftimpuls, Schildschlag, Aura des Ordens, Stammkunde. 10% Rabatt in Gasthäusern. Dann um 50%, kennen wir ja. Auch. Aufstufen für 200 AP. Ja komm, machen wir doch einfach mal. Und bei ihr genau das gleiche. Cool. Es scheint im Höhlensystem unter der Agera Handelsstraße uralte Ruinen zu geben. Zur vollständigen Erkundung braucht man wohl aber etwas Sprengstoff. Ich muss deswegen demnächst wirklich beim Orden um Erlaubnis fragen. Söldnerführerin Shire. Zu wissen. Hier haben wir noch die Wand, die Sai eingeschlagen hat. Oh, soll das so sein, dass man hier so schön aufs Bett steigen kann? Ich meine, ist nicht schlimm, aber nur so eine Frage. Einen Moment, Sai. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns nochmal um unsere Ausrüstung kümmern. Stimmt, etwas nicht mit deiner Ausrüstung? Mit meiner Ausrüstung, Entschuldigung. Naja, hat schon bessere Tage gesehen, glaube ich. Schon gut. Schauen wir einfach nach einem Waffenladen.
irgendwas Neues zu finden. Ich gehe mal nicht davon aus. 2x Lederkappe, 5x Wurfspeer, 1x Lebenswasser. Lederkappe. Lederkappe. Tut mir leid, aber ich muss das Essen zubereiten. Kein Stress. Ich habe gehört, dass der Hain der Einheit vom Feind verwüstet wurde. Was für ein Unglück. Die Aufforstung wird wohl sehr viele Jahre dauern. Guten Tag, Hesai. Was kann ich für euch tun? Gibt's was Neues? Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wieder der Alltag in unserem Dorf eingekehrt ist. Den Göttern sei Dank sind die Schäden nicht allzu groß. Im Moment müssen wir aber noch auf die Rückkehr derjenigen warten, die von den Söldnern während der Kämpfe evakuiert wurden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nö. Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Oh, ihr seid es. Mögen die Arkaden euch segnen. Danke, Käthe. Wie geht es dir? Och, ganz gut. Die Hüfte macht mal wieder etwas Probleme, aber das ist bei dem Trubel die letzten Tage ja auch kein Wunder. Das stimmt. Ihr kennt euch? Das tun wir. Neben Shaya war sie die Erste, die mich hier willkommen geheißen hat. Warum auch nicht? Du bist auch so ein liebes und hilfsbereites Mädel, Mara. Und gerade jetzt, wo du uns doch vor diesen grausigen Dämonen beschützt hast, sollten wir dir alle dankbar sein. Und jetzt begleitest du den Herrn Ritter? Ist das... Ja, ich werde bald aufbrechen müssen. Oh, das freut mich für dich. Hier gibt wirklich ein süßes Paar ab. Versteht doch bitte nichts falsch. Ach, ich mache doch nur Scherze, Herr Ritter. Ich weiß doch, wie das bei euch im Orden so ist. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Mara, die ist eine große Hilfe für den Orden. Das denke ich auch. Kann ich denn sonst noch etwas für euch tun? Ihr seht besorgt aus. Wie soll ich sagen? Ihr seht etwas besorgt aus. Ist alles in Ordnung? Es geht um Schneeflocke, oder? Schneeflocke? Das ist der Name meiner Katze. Sie ist eine alte Streunerin und seit dem Trubel in letzter Zeit habe ich sie nicht mehr gesehen. Wer weiß schon, wo sie sich wieder herumtreibt. Ich würde gerne nach ihr suchen, aber meine Hüfte. Wir helfen ihr. Keine Sorge, wir werden nach eurer Katze Ausschau halten. Wirklich? Natürlich. Warum sollte man dir nicht helfen? Das ist doch das Mindeste, was wir tun können. Och, Mara, du bist wirklich ein liebes Mädchen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo sich eure Katze herumtreiben könnte? Nicht wirklich. Aber sie ist hauptsächlich draußen unterwegs und spielt gerne mit Fässern. Naja, eine weiße Katze sollte ja nicht zu übersehen sein. Ja. Wie Nebenquests funktionieren, das weiß ich. Alles klar, die hat wohl einfach Spaß beim Fegen. Mein, warum auch nicht? Und der hier, faule Socke? Er schläft. Ich hätte ja eigentlich etwas mehr Disziplin erwartet. Moment, hast du nicht erst ganze 3 Tage geschlafen, bevor du dich dazu aufgerabbelt hast, etwas gegen den Angriff der Dämonen zu unternehmen? Ich war ja auch schwer verletzt und entkräftet. Und vergessen wir nicht, dass die Söldner alle Hände voll damit zu tun hatten, das Dorf zu verteidigen. Ich hab's ja verstanden. Einzig ist der erste Schritt zur Besserung. Ja, genau so. Nix, da haben wir auch nix. Hier, das sind so Pflanzen, die so... ...einen eigenen Stil haben. Daher weiß ich, dass man die sammeln kann. Sowas immer Ausschau halten. Verschlossen. Die Bewohner sind wohl noch nicht zurückgekehrt. Dann halt nicht. Ach so, war nur ein Schmetterling. Dachte, da glitzert was. Oh weh, in letzter Zeit fallen Monster immer wieder Reisende an. Hoffentlich hält Urania ihre schützende Hand über die Händler. Es besteht kein Grund zur Sorge. Der Orden und die Söldner werden den Schutz der Händler garantieren. Das ist gut zu wissen. Ich hatte mir eigentlich nur Sorgen um den neuesten Schmuck aus Ramut gemacht. Dort gibt es ganz bezaubernde Halsketten, müsst ihr wissen. Wie bitte? Manche Leute haben eben andere Prioritäten. Bei ihr ist es halt Schmuck. Und aus eigener Beobachtung kann ich sagen, dass sie den Händlern damit wirklich keine Ruhe lässt. Ja,
ja, ja. Junge Menschen. Aber nix. Oh. Gib mir. Sonst ist hier nix. Wir schauen uns jeden Zentimeter immer genau an. Erstmal das Geld geklaut. Der Ladenbesitzer ist noch nicht zurückgekehrt. In der Zwischenzeit kann ich euch aber etwas an den Restbeständen verkaufen. Und das wäre... Achso. Da haben wir ein paar... Nehme ich mal 3 mit. Wir dürfen doch auch ein bisschen Zeug zum Verkaufen haben, oder? Ja. Balkonstachel könnten wir wohl gebrauchen. Weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Sklavenringe, Dämonenhorn, Dämonenhelm. Geh jetzt einfach mal nicht davon aus. Hauen wir mal alles weg. Und schon haben wir ein bisschen mehr Geld. Verzeiht, aber dort ist der Privatbereich des Ladenbesitzers. Ja, und? Nix. Auch nix. Stört mich bitte nicht, ich muss mich auf das Fischen konzentrieren. Weil das ja auch so schwer ist. So viel Fisch. Das sind Achatforellen. Scheinen wohl sehr beliebt in dieser Region zu sein. Verstehe. Vielleicht sollte ich einmal welche probieren. Vielleicht solltest du das. Ihr Götter zum Gruße. Ich freue mich, dass ihr mich aufsucht. Womit kann ich zu Diensten sein? Ich kenne mich mit der Kunst der Objektfusion aus, müsst ihr wissen. Folge der Zutatenliste, um aus deinem Inventar neue Objekte kombinieren zu können. Also? Objektfusion. Gegengift-Trank. Braucht man Kraftwasser? Gegengift-Kühltrank, Schattentrank, Echotrank, Schocktrank, Gegengift-Puder, Schattenpuder. Ölpuder und so weiter und so fort. Gibt es sonst noch etwas? Nö, danke. Ach, wer bist du denn? Ein weißes Kätzchen. Ist das... Ja, das ist Schneeflocke. Sie scheint sich immer in dieser Ecke des Dorfes herumzutreiben. Sie ist schon irgendwie niedlich. Bringen wir sie zu ihrem Besitzerin zurück. Die alte Käthe wird sich bestimmt freuen. Als rüber. Hallo, ich hab dein Fellknäuel. Und? Konntet ihr Schneeflocke finden? Ja, die Kleine hat sich am Rande des Dorfes herumgetrieben. Da bist du ja, meine Süße. Ich hab mir Sorgen gemacht. Wie? Du hast Hunger? Du bist mir wirklich eine. Na gut, nachher gibt es ein Leckerli für dich. Ich kann euch wirklich nicht genug danken. Was wünscht ihr euch als Belohnung? Ach, nicht doch. Ich bin einfach froh, dass wir helfen konnten. Ach, solch ein vorbildliches vorbildliche Bescheidenheit. Aber ich denke, ich habe da schon etwas. Hier, das ist für euch. Gegengift, Schattenkraut, Echoblume. Juhu! So, jetzt muss ich aber los. Immerhin muss ich Schneeflockes Lieblingsessen zubereiten. Moment mal. Hatte sie nicht Probleme mit der Hüfte? Ah, alte Menschen. Die sind immer so ein bisschen eigen. Waffenladen. Nix. Nix. Der Plattner ist mit den anderen Händlern geflohen und noch nicht zurückgekehrt. In der Zwischenzeit kann ich euch trotzdem die Restbestände anbieten. Was tasten sie? Nö, nö, nö. Ja, nehme ich. Ja, nehme ich. Nehme ich nicht. Ja, einmal für Mara. Passt. So. Das für Mara. Warte mal, hatte ich nicht noch ein neues Schwert? Wollte gerade sagen. Gut.
Passt. Es ist Göttin Gaias Güte zu verdanken, dass dieser Acker beim Dämonenangriff verschont blieb. Wahrlich ein Wunder. Wir müssen nach Ramut pilgern und ihr ein angemessenes Opfer darbringen. Aber dazu muss ich erst meinen Mann überreden. Er ist wirklich stur, was seine Arbeit auf dem Feld angeht. Ah, ich nehme hier mal was mit dir. Bei Göttin Gaia, dieser Boden ist ja steinhart. Dabei habe ich doch erst letztens für eine gute Ernte gebetet. Gerade für eine gute Ernte muss man sich doch besonders anstrengen. Das ergibt Sinn. Werde ich nächstes Mal beim Gebet wohl aufpassen müssen, wofür ich genau bete. Aber zumindest hat es diesen Acker nicht so schlimm erwischt wie den nebenan. Ey. Er sieht wirklich etwas wüst aus. Oh, ihr seid's. Die Götter zum Gruße. Die Götter zum Gruße. Gibt es hier ein Problem? Sieht wohl so aus, als hätte sich ein Fluch auf diesem Acker breit gemacht. Zumindest ist ein Teil der Pflanzen einfach verdorrt. Wissen der Dorfälteste und die Söldnerführerin davon? Aber ja, deshalb bin ich als Wache hier abgestellt, um sicherzugehen, dass keine Monster oder gar Dämonen hier plötzlich auftauchen. Bisher ist zum Glück noch nichts weiter passiert. Weiß der Geier, was es mit den Pflanzen auf sich hat. Klingt aber schon seltsam. Deshalb hat der Dorfälteste auch schon beim Orden nachgefragt, um die Hilfe von Priestern in Anspruch zu nehmen. Aber ehe sich da was tut, kann es noch eine ganze Weile dauern. Das glaube ich auch. Oh, das kann man ja mitnehmen. Das kann man mitnehmen. Noch mehr? Sehe mal gerade nix. Okay. Oh je. Hoffentlich wird Gaia meine Bitte erhören. Oh, ein Ritter des Ordens. Dann seid ihr hier, um mir zu helfen? Ich schätze, das hängt von eurem Problem ab. Dann hört mich bitte an, Herr Ritter. Wenn mir jemand helfen kann, dann der Orden. Also gut. Was ist hier passiert? Eine sehr gute Frage, Herr Ritter. Mein Acker wurde allem Anschein nach verflucht. Dieser Kristall dort ist schon seit Generationen im Besitz meiner Familie. Und bis vor kurzem sorgte er dafür, dass meine Äcker die fruchtbarsten in ganz Arad waren. Bis vor kurzem? Beim Angriff der Dämonen vor ein paar Tagen verlor der Kristall plötzlich seine Kraft und dieser Fluch verheerte meinen Acker. Seit dem Angriff? Nur der Ruhe. Hätte dieser Fluch was mit dem Portal zu tun, dann wüssten wir es. Ihr müsst eines verstehen, Herr Ritter. Dieser Fluch bedroht meinen gesamten Besitz. Deshalb versuche ich alles Mögliche, um die Götter milde zu stimmen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Aber vielleicht gelingt es euch, den Fluch zu brechen. Gehen wir der Sache nach. Ich danke euch, Herr Ritter. Mögen die Götter euch zum Erfolg führen. Wir tun, was wir können. Wenn ich nur wüsste, wo wir ansetzen müssen. Wenn das was mit diesem Kristall zu tun hat, dann ist doch bestimmt magische Energie im Spiel. Fragen wir doch einfach den Heiler im Dorf. Als Magier kennt er sich ja damit aus. Gut, das ist schon einmal eine Spur. Okay, eine Opfergabe. Sie gehört wohl dem Besitzer des Ackers. Warum hat er sie aufgestellt? Wohl um den Segen der Götter zu erbitten. Und das kann klappen? Ich fürchte nicht. Die Götter segnen nicht auf Zuruf den kleinen Acker in irgendeinem unbedeutenden Dorf. Das wäre ja auch zu schön. Schauen wir doch mal, was der liebe Heiler sagt. Die Götter zum Gruße, wie kann ich euch helfen? Wir untersuchen diesen Fluch, der Herrn Tritikos Acker befallen hat. Wisst ihr etwas darüber? Ah, ich habe bereits davon gehört. Der Acker muss wohl in fürchterlichem Zustand sein. Genau, ihr seid doch der Magier des Dorfes, oder? Habt ihr eine Idee, was dahinter stecken könnte? Ich verstehe nicht ganz. Offensichtlich wurde dem Acker sein Segen entzogen. Wodurch und warum, das wissen wohl nur die Götter. Was für ein Segen meint ihr denn? Der Acker wurde ursprünglich durch ein Artefakt mit Fruchtbarkeit erfüllt. Sein jetziger Zustand kann nur bedeuten, dass das Artefakt seine Kraft verloren hat. Befinden sich vielleicht Ruinen in der Umgebung des Dorfes? Jetzt, wo ihr es sagt. Am Fuß des Bergpfads im Norden befinden sich die Überreste eines alten Schreins. Es könnte gut sein, dass das Artefakt von dort stammt. Warum habt ihr das Ganze dann nicht schon in Ordnung gebracht? Es ist nur Tempeldienern und dem Orden gestattet, solche Orte aufzusuchen. Außerdem verstehe ich nichts von den Artefakten der Götter. Ich wäre keine große Hilfe.
Keine Sorge, wir kümmern uns schon darum. Ah, aber eines kann ich euch noch geben. Diese Kontrollsteine hatte mein Urgroßvater einst in der Nähe der Ruine gefunden. Ich weiß zwar nichts über ihre Funktion, aber vielleicht sind sie euch ja von Nutzen. Ich danke euch. Wir werden damit sicher etwas anfangen können. Wo sind diese Ruinen überhaupt? Sie liegen tief im Wald am Fuß des Berges. Ich glaube aber, dass es am Nagara-Pass einen alten Pfad hinunter gibt. Folgt dazu einfach dem Pfad zum Schrein der Einheit im Norden, biegt dann aber vorher nach Osten ab und ihr solltet am Nagara-Pass ankommen. Danke für die Beschreibung. Damit sollte ja selbst du zurechtkommen, oder Sai? Ja, das denke ich auch. Wie dem auch sei. Solltet ihr meine Dienste benötigen, gebt ruhig Bescheid. Okay, vielen Dank. Alles klar, was es dann mit den Ruinen auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Charon. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer Daniel. Adios.